Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Crime Scene Cleaner. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich sehr freuen, sollte ihr euch dazu entscheiden solltet. Schon wieder klingelt das Handy. Hör, was ist mein Handy? Da. Mr. Kowalski, congratulations, you're hired. Just stick with me and nothing bad will happen to you. Is that clear? Anyway, gotta hang up. Ladies don't like waiting. Call you soon. So, I'm hired by the mob. Organized crime, here I come. Schon mal schauen, wo die Messer sind in der Küche, falls die dann hier auch mal vorbeikommen. Kann man dem Hund auch was zu essen geben? Wir hatten doch in... War das hier unten Hundefutter? Das hier Hundefutter? Das ist Hundefutter. Kann man dem Hund was zu essen geben? Kann man... Essen! Muss aber selber öffnen. Na. No. Daddy is a criminal now. But you're still a good boy. Oh ja. Na ja, gut, gucken wir ganz kurz, ob wir irgendwelche E-Mails noch haben. Ah, betreff Wellnessprobleme. Wie du bereits weißt, geht es meinem Cousin Mike nicht mehr gut, aber dank dir sieht sein Wellnesscenter absolut in Ordnung aus. Das wäre nichts Schlimmes passiert. Übrigens, alle, die dort gestorben sind, haben die unverzeihliche Sünde des Verrats begangen. Das soll eine Lehre für alle Messerstecher im Rücken sein. Aber du hast gute Arbeit geleistet, Kowalski. Du bist angestellt. Bald habe ich eine weitere Aufgabe für dich. Jim. Ich weiß ja nicht, ob ich das gut finden soll. Ab ins Bett mit uns. Mit 20.628.000 total. Alter. Aber was mit Cobbles in den Garten legen? So irgendwelche Steine und sowas. Oh. Who's a good boy? Not me, that's for sure. Oh mein Gott. Der eigene Charakter wird schon so ein bisschen pessimistisch mittlerweile, ne? Wer ist ein guter Junge? Nicht ich. Das ist sicher. Erhöht alle Statistiken um 30%. Aha. Okay. Schwamm? Ja, Schwamm ist eigentlich auch ganz cool. Nutze ich nur leider ein bisschen wenig. Schaumkanone und Heizkanone. Hier, hier, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Lampen brauchen wir keine. Wir haben eine Taschenlampe. Eine UV-Lampe wäre noch geil gewesen, aber... Zwei Reinigungsmittel... Oh, das ist auch cool. Vorsichtige Schritte. Nachdem man auf einen Fleck getreten ist, hinterlässt man weniger Fußabdrücke. Keine Fußabdrücke. Oh ja, das ist gut. Handliche Axt, Partner in der Zerstörung. Aber das... Na, es geht ein bisschen schneller damit, oder? Dann holen wir noch den Ozosinator. Einfach mal ausprobieren. Und dann... Machen wir das hier noch eben. So, dann gucken wir mal, haben wir einen neuen Auftrag hier? Aha. Gehaltserhöhung. Herr Kowalski, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Antrag auf Gehaltserhöhung abgelehnt wurde. Unser Budget ist dieses Jahr etwas knapp. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür. Laura Palmer, Schulleiterin. PS, das gesamte Schulpersonal wünscht Ihrer Tochter Elena eine schnelle Genesung. Die wissen davon und geben mir keine Gehaltserhöhung. Gute Nachrichten von Tyler. Wie läuft's? Ich schätze, es war in letzter Zeit ziemlich stressig für dich, aber ich hoffe, du wirst gut bezahlt. Und du bist nicht wirklich, wirklich sauer auf mich, oder? Ich wollte dir nur ein kleines Update geben, da du derjenige warst, der mich aus diesem Schlamassel herausgeholt hat und mehr. Weißt du, Rob war doch nicht so unersetzlich. Jim fand irgendwie, dass er ein Psycho war, also hat er mir wohl so leicht vertraut. Und jetzt bin ich derjenige, der das Gras verkauft. Ich habe diesen Job dank dir bekommen. Wir sollten das irgendwann feiern. Ich kann dich zum Abendessen einladen. Ich mache einen mörderischen Mac and Cheese. Zwei Vögel, eine Tragödie. Ich wollte ihr nur helfen, aus einer toxischen Beziehung zu fliehen, aber habe dabei ein schreckliches Chaos angerichtet. Ich habe nie gewollt, dass es so weit kommt. Jetzt muss ich die Leiche loswerden, sonst sperren sie mich wegen des Mordes an diesem Mistkerl ein. Du musst mir helfen, Will. Na gut, dann gucken wir mal.
Oh, wir haben oh, das Zeug hier drinnen drauf. Was machen wir eigentlich mit den Leichen? Wie entsorgen wir das eigentlich? Vielleicht wollen sie das nicht zeigen, damit die Leute nicht auf die falschen Gedanken kommen, ne? Das nachzumachen. Never mess with parental love. If something like that ever happened to Elena, I don't even want to imagine such a thing. Because I already know that I would do anything to save her. Ja, das tut er auf jeden Fall. Er macht ja sogar hier die höchst illegalen Sachen und geht in so Orte hier, Alter. Er tropft es noch runter von da oben. Oh mein Gott, wo sind wir nur hier wieder gelandet, ey? Beautiful place with not so beautiful aftermath. Mhm. Ach, hier kann man nichts öffnen, okay. Man kann die Kette spüren, das ist schon das Wichtigste. Jetzt wollen wir das neue Ding doch ausprobieren. Na, guck mal an. Optimal spot for cleaning should be nearby. Cleaning procedure started. Wechsle die Stimme. What do you want? Here. Was? Howdy. Well, well, well. Good to see you. Das ist doch was für Zessischen. Wenn er da ist, dann habe ich jetzt was für ihn hier. Aber wie kann ich das Ding anmachen? Das geht ja nicht an. Let's make it cozy again. I'm still dealing with the unpleasant smell. Das wirklich? Ich bin mir gerade unsicher, ob das... Naja, wird schon richtig sein. So, da machen wir noch Reinigungsmittel rein. Nein, ich möchte klicken auf das Ding. Reinigungsmittel stark ist, wir nehmen das normale. Work in progress. Geht bis hier drüben hin. Hier brauchen wir eh den Schwamm. Klingt gerade so, als hat er irgendwas mit Lot to do gesagt. Als wäre hier viel zu tun. Keine Ahnung. Da spiele ich mir jetzt auch einfach nur ein. Ah, schon voll. Papa, es ist alles Kalts schuld. Zuerst hat er dich in die Drogen gebracht. Achso, Papa schreibt das. Es ist alles Kalts schuld. Zuerst hat er dich an die Drogen gebracht. Jetzt will er mein kleines Mädchen in eine Hure verwandeln. Du verstehst das nicht. Wir sind Seelenverwandte. Wir lieben uns. Das ist keine Liebe. Das ist eine Krankheit. Wenn er dich noch einmal verletzt, werde ich ihn umbringen. Wenn du das tust, bringe ich mich um. Bleib aus meinem Leben, du kranker Fick. Hate will tear us apart. One family at a time. Money. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Cornflakes, hätte ich auch gerade Bock drauf. Seid ihr auch so Cornflakes-Menschen oder seid ihr eher Müsli-Menschen? Oder beides.
Soll es ja auch geben. Bogen. So, ist der fertig? Okay, gereinigt hat der gar nichts. Hat es ihn leichter gemacht, ne? Ja. Ich glaube, das ist leichter. Ich weiß nicht, ob es leichter ist zu entfernen. Ist. Das stand zumindest so in der Beschreibung. I miss you. Das war Englisch. I miss you. Das Ding besessen, oder was? Oh, es geht aber schnell, hä? Hi! Hi! I can't help you like that too. I can't help you like that too! Oh mein Gott, das tropft wirklich von da oben runter. Ja, du kannst mir mal helfen. Du kannst mir tatsächlich helfen. Komm, du gehst schon mal nach oben. You are mean to me. You are mean to me. Oh mein Gott, wie süß. Mach doch mal hier. Please lift me up. Was this the potential client? Yo, ich glaube, ich hatte eine Traumfrau gefunden. Komm heute, lass uns einen Deal machen. Entspricht sie den Anforderungen? Natürlich, Mann. 23 Jahre alt, blond, genau dein Typ. Klingt gut, schick sie zu mir. Or Jane. Hey there. What she did was to catch the eye of the wrong man. Here. I'm starting to clean up. I'm starting to clean up. Oh Mann, oh mein Gott. Das ist hier so Loverboy-Zeug, ne? Die verliebt sich in den Typen und dann machen die hier zu, ne? Ei, ei, ei. Das ist ein ganz ekliges Ding auch. Also, das gibt's ja auch in der echten Welt und so. Das ist keine erfundene Geschichte hier, die Loverboy-Masche. Wird halt jungen Frauen die Liebe vorgespielt und dann werden die halt mit Drogen vollgepumpt und dann heißt es irgendwann, dass der Typ sich die Drogen nicht mehr leisten kann und dass sie anschaffen gehen muss für ihn und so wird sie dann immer mehr. Ja. Das. Widerlich. Mädchen werden ja erstmal kontrolliert süchtig gemacht. Und die große Liebe vorgespielt, um sie dann anschaffen zu schicken. Passiert leider viel zu häufig tatsächlich. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist sogar. Erschreckend hoch. Auf sowas zu stoßen im echten Leben irgendwann mal. Also als Frau. Als Mann ist es, weiß ich nicht, als Mann gibt es Lover Girls, ich weiß es nicht, ob es sowas gibt. I'm doing my part. I'm still dealing with the unpleasant smell. Oh, wie schnell das dreckig wird, ne? Das ist krass. Und wieder komplett dreckig. Wie viel Blut das einfach hier ist.
thinking of doing my part. Complete. Mhm. Don't leave me alone. Don't leave me alone. Have you forgotten me, Senpai? Was ist da los? Oh Mann, ey. I miss you. Oh mein Gott. Ich hab die Maschine, die einfach. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich mit dieser Maschine machen soll. Also sie hat das auf jeden Fall leichter gemacht, das Reinigen. Hier merkt man schon wieder, es ist schon wieder schwerer zu reinigen. Weil es halt nicht mehr da war, wo die Maschine gewirkt hat. Viel Glück bei deinen Prüfungen, du schaffst das. Lass die Musik dir helfen, ruhig und fokussiert zu bleiben. Ich bin stolz auf dich, Papa. Oh. Perfect Grooves. Okay. Senpai kommt gleich hoch und dann verprügelt er dich. Nein. Dann sucht er einen neuen Ort sauber machen. I miss you. Ist ein bisschen anhänglich, mein guter Automat. No one was ever here. So. Don't leave me alone. Doch, ich liebe dich allein. Zumindest so lange, bis ich hier eben fertig bin. Ich muss doch erstmal das sauber machen, was du alles vorbereitet hast. Das wäre sonst respektlos dir gegenüber, lieber Automat. Wenn ich die Sachen nicht sauber mache. Nein, ich hab dich nicht vergotten. Ich muss aber erstmal sauber machen. Alter Schwede. Don't leave me alone. Neat little hiding spot. Didn't work though. Ach, ich hab kein Putzmittel drin. Ich glaube, das ist der Grund, ne? Lass mal ganz kurz neues Wasser holen. Ich Idiot hab das Putzmittel vergessen. Wo steht der Entsorgerkörper? Warum hat er das nicht entsorgt? Geht doch. So. Dann Reinigungsmittel. Na, das ist drin, okay. Don't leave me alone. Nee, man kann dich auch nicht vergessen, wenn du die ganze Zeit laberst. Das geht ja gar nicht. Das ist unmöglich, dich zu vergessen. Deswegen komme ich jetzt da hoch. Bist du jetzt selber schuld und ich pack dich einfach wieder ein. So, danke für deine Dienste.
Ich hätte deine Dienste auch noch hier gebraucht, aber ich glaube, das ist nicht so viel Blut. Ich glaube, das ist nur das Blut hier, dann sind wir hier durch. Oder? Ah ne, hier ist auch noch Blut. Ups. Inventar, Xiao Yu, 21 Jahre alt, exotisch. Sophia, 19 Jahre alt, sehr üppig. Sophia, 21 Jahre alt, Latina. Isabella, 20 Jahre alt, scharfe Latina. In Bearbeitung, Jane, 23 Jahre alt. In Bearbeitung. Abgefuckter Scheiß, ey. Ist das schon nicht sauber? Ach doch. Musste nur drehen. Oh, noch mehr Geld. Und dann nehmen wir eben den Müll hier mit. Den hier auch noch den Müll entsorgen. Diese absoluten Müllmenschen hier. Ich meine, so das hier tut mir jetzt echt ein bisschen wenig leid, diese Typen. Let me guess. An angry father had a little chat with his daughter's no good boyfriend. Ich meine, der Tod von denen tut, glaube ich, einigen Leuten einen Gefallen. Aber ich finde halt immer noch, Knast wäre besser gewesen, als die umzubringen, aber ja. Ich kann trotzdem die Leute, die dann sowas machen und Leute umbringen, kann ich schwerlich verurteilen. Das ist vor Gericht auch immer so ein schwieriges Ding. Ich meine, es ist falsch. Selbstjustiz ist falsch. Aber wenn jemand so verzweifelt ist oder so schlimme Dinge erlebt und dann sowas greift, ich meine, es ist in der Rechtsprechung oft so, dass oha. Look what we got here. Ja, mich festgesteckt hier in die Wand. Dass da oft ja mal mildere Urteile dann gesprochen werden, deswegen. Das ist auch richtig abgefuckter Scheiß hier, ey. Da müssen wir da hacken. Oh. Screw this. Easy peasy. Jackpot. Oh ja. Oha. Wow. Money, money, money. Beweise vernichten. Da war ich nicht dran. So. That should lift the lockdown. Ich habe gar nichts von Lockdown mitbekommen, aber okay. Aber schon mal gemacht. An den Computer kann ich nicht, ne? Na gut. Hier sieht es soweit schon mal ganz gut aus im Untergeschoss hier, oder? Okay, hier ist nichts. Hier ist aber Schmuck. Und eine Maske. Money? Eine Vase da oben drauf. Kleidungsding ist leer. Okay, dann nehmen wir noch die. Extra arguments for family talk. Ja. Dann müssen wir die noch aufstellen. Oh, hier ist auch noch Blut. Oh, das. Da habe ich mehrere Tische hier. Ist das hier immer noch Blut? Ich bin unsicher. Das Spiel sagt mir, hier ist überall noch Blut. Ich sehe das Blut aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, das Blut sehe ich. Das sehe ich. Das sehe ich auch. All work, no play. Goddamn. Hard to get used to this. Nice, 100% Erdgeschoss. Okay, in der Küche waren wir schon unterwegs. Ich glaube, wir müssen diesen Tisch zurückstellen. Dann müssen wir das hier wieder reinstellen, dann tun wir das hier wieder rein, dann tun wir das wieder rein, dann ziehen wir das zurück. Back where it belongs.
Dann kommt die Lampe vermutlich hier wieder hin. Ja, und dann kommen die Stühle alle wieder hier ran. Perfekto. Sind das nur drei Stühle? Oh, da ist hier noch irgendwo ein Stuhl. Wir tun die Flaschen mal hier auf den Tisch, ne? Waren es nur drei Stühle? Ne, es gibt einen vierten Stuhl. Achso, da ist er ja. Kann man hinter das Gemälde auch gucken? Nee. Okay. Ich glaube, wir sind soweit hier unten erstmal durch. Kann man das hier öffnen? Nein. Okay. Aber hier fehlen auch Schubladen. Ah, nee, es fehlen keine. Einfach nichts in diesen Schubladen drin, okay. Treasure, mind the step. Na gut. Na gut, dann gehen wir nach oben. Wollen wir nochmal einfach neues Wasser holen, auch wenn das noch... Ah, das ist noch ready und wir haben nicht unendlich viel von den Putzmitteln, deswegen nehmen wir mal kein neues Wasser. Eieieiei. Jetzt können wir hier über... Oh. Guckt da nicht hin. Guckt da nicht hin, Leute. Wenn man so einen Anblick sieht, weiß man sofort, was Sache ist. Scheiße, mein Wassereimer ist da. Guck da nicht hin. Ey, das ist auch ein schwieriges Thema für YouTube. die badet dann nur, ja? Die badet dann nur, bitte YouTube. Die badet dann nur. Ich glaube, wir haben Jane gefunden übrigens. Traurig es auch ist. Keine Sorge, wir gehen da gleich rein, aber lass mich kurz erstmal die Sachen hier draußen machen. Lass mich erstmal sehen, ich mich darauf vorbereiten auf sowas. Das ist für mich immer sehr hart. Bei Final Fantasy 14 wird das Thema auch mal quasi behandelt oder gezeigt und das hat mich auch ziemlich aus der Bahn geworfen. I should clean it first. Ja, das Thema ist ein sehr düsteres Thema, ich weiß. Uiuiuiui. It might be worth something. Ich habe in meinem Leben mit einer ähnlichen Situation zu tun gehabt. Nicht direkt ich, aber mein Bruder, der leider auch nicht mehr ist. Weil der hatte mal eine Freundin, die genau das getan hat, was da ist. Da war ich noch irgendwie sechs, oder? Da war ich ja sechs, da war ich.
war ich so 8 oder so, als das passiert ist. Vielleicht 9 schon. Ob ich hätte wieder Putzmittel reinmachen sollen. Vielleicht ja immer noch, ne? Solange ich nicht wieder. Und zwar dummerweise genau auf die gleiche Art und Weise, deswegen geht mir das jetzt schon ein bisschen nah. Ja, heute haben wir zweimal menschlichen Abfall weggebracht und dann einmal keinen menschlichen Abfall. Das war ein tragisches Opfer. There. No one will even notice. Das ist dringend, aber schwer. Das war von innen, okay, wunderbar. Oh, da ist noch Geld. Kann man nicht lesen so wirklich, oder? Kann man das lesen? Man kann es, glaube ich, lesen. Ah ja. Crowdfunding campaign ultimately known as Rebuild Build a Wall that raised more than 25 million to build a wall along the southern border of the United States. Was? Wir bauen hier keine Mauern, wir bauen hier keine Wall. Nee, 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 nee. Ja, wir müssen jetzt leider in diesen Raum da rein. Es tut mir leid für alle Leute, die vielleicht auch getriggert von sind. Triggerwarnung. Ich meine, ihr habt den Eingang ja schon gesehen, ihr wisst, was uns da drin erwartet. Mehr kann ich jetzt auch nicht tun, als eine Trägerwarnung zu geben. Holy fuck. He did not mention this. Does he even know? Ja. Da habe ich meinen Thumbnail. Nein, ich glaube, das werde ich nicht als Thumbnail machen. Ich weiß es nicht. YouTube hat, glaube ich, damit ein Problem, wenn ich das als Thumbnail machen würde. Einfach auf den Boden achten. Und macht sowas bitte nicht. Wenn ihr an sowas denkt, sucht euch Hilfe bitte. Es gibt Leute, die uns selber helfen können. Und wenn es nur die Nummer gegen die Nummer gegen Kummer ist, lasst euch helfen, wenn ihr so Gedanken habt. Ihr seid wertvoll und ihr werdet geliebt auf dieser Welt. Und ohne euch wäre die Welt ein Stückchen schlimmer dran. Deswegen denkt niemals an sowas bitte.
Und ihr werdet vermisst, wenn ihr sowas macht. Glaubt mir. Das lohnt sich nicht. Okay. She warned you all. Lulu. Oh mein Gott. Der Abschiedsbrief. Ich glaubte früher, dass wahre Liebe mich von meinem Elternhaus befreien würde, dass ich das mein Gefängnis betrachtete. Als ich schließlich die Liebe fand und mich entschied, mit dir wegzulaufen, war es, als wären all meine Träume wahr geworden. Ich hätte nie gedacht, dass wir so unglücklich zusammen sein würden. Du hast mich dazu gebracht zu glauben, dass Drogen unsere Probleme lösen und unsere Beziehung reparieren würden. Aber die Dinge wurden nur schlimmer. Ich habe dich geliebt, aber du kannst nur dich selbst lieben. Jetzt habe ich nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Nichts. Doch, hättest du gehabt. Leute, glaubt sowas niemals. Es gibt immer etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Und wenn es das gerade aktuell in eurem Leben nicht gibt, dann gibt es das vielleicht nächste Woche schon in eurem Leben. Glaubt mal. Es kann ruckzuck gehen. Lasst euch von so Gedanken nicht einnehmen, ne? Und wenn ihr so Gedanken habt, dann sucht Hilfe. Exhausted from drugs and toxic relations. She went out on her own terms. Die werfe ich jetzt übrigens auch mal nicht. Darunter. Das sah brutal aus, aber so soll es halt nicht aussehen. Ich kann es nicht anders machen als so. Das geht leider nicht anders. Oh Mann. Das ist ein sehr ernstes Thema. Deswegen, wie gesagt. Wenn ihr so Gedanken habt, dann sucht euch Hilfe, redet mit Leuten darüber. Wirklich. Glaubt mir, ihr werdet vermisst. Und das Leben ist zu voller Möglichkeiten, dass man es einfach so wegwerfen sollte. So. Okay, dann können wir das Ding wieder mitnehmen. Ich glaube, wir haben auch alles gesäubert, ne? Es ist alles sauber. Noch was öffnen können wir nicht. Ich glaube, wir haben hier alles schön angeordnet, wieder hergerichtet. Ja gut, ich würde sagen, wir haben alles, oder? Haben wir irgendwo Geld verpasst oder so? Haben wir ein Geheimnis verpasst? Wir haben alles. Alles hier, ne? Dann können wir gehen. Perfekte Punktzahl. Wir auch sehen, ob man was verpasst hat. Nee, ne? Ein Geheimnis. Ah. Sorry, Dexter, but it's no time for a walk. So. Vielen Dank, mein Freund. Ich habe meine Tochter geliebt und alles, aber ich bin nicht verantwortlich für ihre fragwürdigen Lebensentscheidungen. Außerdem, ich bin zu bekannt, um wegen eines Fehlers mit einer Schrotflinte hinter Gittern zu landen. Ich bin froh, dass du mir aus der Patsche geholfen hast, Will. Seine eigene Tochter tot und das ist das Einzige, was ihn interessiert, ne? Eieiei, Leute, gibt's. Dürft's gar nicht geben. So, mein lieben Freunde auf YouTube, in dem Video, ne? Nicht im Stream, der Stream geht weiter. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part.
Bis dann haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben und euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann.